Moin Moin und herzlich willkommen zu unserem ersten Kerbal Modding Mittwoch in der 1.1er Version. Und wir sind unterwegs in Richtung des Meers und eines wunderschönen Landsflares, denn wir gucken uns heute mal an, was Scatterer eigentlich so bietet. Scatterer fällt in die Kategorie der Mods, die ich jetzt unter Optik-Mod bezeichnen würde. Also Mods, die dafür sorgen, dass Kerbal Space Program deutlich besser aussieht, als es das normalerweise eben tun würde. Und jetzt geh weg da. So. Was es tut, ist hauptsächlich zweierlei Sachen. Und zwar einmal wunderschöne Shader für den Ozean, wie ihr da unten sehen könnt. Ich gehe mal ein bisschen tiefer mit unserem kleinen Kampfjet hier, in der Hoffnung, uns nicht umzubringen. So. Und ihr seht, das sieht doch mal wie Wasser aus, oder? Und nicht wie irgendwie so hingeflanschte Teils von irgendwas Blauen, in das man reinfällt. Sondern das ist wirklich ein Ozean, der sich gewaschen hat. Und in dem man sich wahrscheinlich auch hervorragend waschen kann. Ich glaube, mein Flugzeug fällt gleich auseinander. Na gut, wir ignorieren das einfach mal höflich. Das ist bestimmt so gewollt, weil das war ja vom Hersteller so angegeben. Das ist aber noch nicht alles, was Scatterer letzten Endes kann. Man kann es ein bisschen schon erahnen im Hintergrund, und wenn wir in Richtung dieser Berge gucken, sieht man es noch deutlich besser. Scatterer bearbeitet auch die Atmosphäre so nach, dass sie so ein bisschen dunstig wirkt, also dass ihr so einen Dunst habt. Wenn ihr vorhin schon mal irgendwo zum Beispiel auf einem Berg oder auf einem hohen Aussichtsturm gestanden habt, dann werdet ihr festgestellt haben, je weiter in die Ferne blickt, umso mehr kommt da eben wie so ein dünner Nebelschleier mit dazu. Und genau diesen Effekt erzeugt Scatterer im Prinzip in der Ferne, indem es dafür sorgt, dass ihr eben nicht so eine klare Sicht bis auf die Berge habt, wie es normalerweise wäre in Kerbal Space Program, sondern auch über weite Entfernung eben die Atmosphäre so ein bisschen dazwischen die Sicht verschleiert. So, und das ist eigentlich schon so das, was Scatterer im Großen und Ganzen tut und damit natürlich einfach optisch doch Kerbal Space Program nochmal ein gutes Stück nach vorne bringt. Es gibt noch so ein paar Kleinigkeiten, die momentan experimentell sind. Es gibt zum Beispiel noch die Möglichkeit, Geländeschatten mit einzuschalten. Das sehen wir jetzt von hier oben natürlich nicht so gut. Und es gibt eben noch die Möglichkeit, dass er nochmal Sonnenfinsternis ein bisschen realistischer darstellt. Das werde ich jetzt mal nicht provozieren, aber was ich euch stattdessen mal zeige, ist noch das Konfigurationsmenü. Ihr werdet, wenn ihr das erste Mal Scatterer reinkopiert habt und das Spiel startet, eh ein kleines Config-Menü haben, was aufploppt, wo ihr so Sachen an- und ausschalten könnt. Und im Spiel habt ihr jederzeit die Möglichkeit, über Alt F10 noch die Settings rauszusuchen für die verschiedenen Himmelskörper, auf denen ihr so unterwegs sein könnt. Hier sind natürlich jetzt nur die Sachen drin, die auch eine Atmosphäre haben, denn es dreht sich halt um atmosphärische Scatterer im Prinzip. Und könnt hier halt die Atmosphäre und die Ozean-Settings jeweils separat einstellen. Damit ihr jetzt mal einen Vergleich bekommt, wie es eigentlich aussehen würde, mache ich jetzt mal das Post-Processing aus. So sieht eigentlich Kerbal Space Program aus, wenn wir in Richtung der Berge gucken, ohne das Post-Processing von Scatterer. Und so sieht es mit Scatterer aus. Mit, ohne. Mit, ohne. So, und ihr könnt jetzt noch verschiedenste Sachen eben einstellen. Ganz ehrlich, wenn ihr nicht irgendwas ganz Spezielles sucht, bleibt bei den Default-Settings. Ihr tut euch da nicht einen riesigen Gefallen mit, hier alles umzubauen, aber wir können natürlich auch sagen, okay, wir wollen dann halt mal ein bisschen mehr farblich in diese Richtung gehen und die Atmosphäre entsprechend so laden. Jetzt ist es wahrscheinlich ein bisschen grünstichiger geworden, keine Ahnung. Ich sehe es nicht, aber alles wird gut. Also, das ist eigentlich das, was das Scatterer-Mod macht. Und ganz hervorragend, meiner Meinung nach zumindest, lässt sich das Scatterer-Mod mit dem Eve-Mod, das ich euch vor ein paar Folgen ja schon mal vorgestellt hatte, wenn mich nicht alles täuscht, kombinieren. Das Eve-Mod gibt euch eben noch Wolken und sowas mit dazu und Städte und beleuchtete Städte auf der Nachtseite. Und das kombiniert eben mit den Shadern, die euch ein Scatterer noch dazu gibt, bringt euch ein relativ schönes, optisch sehr stark aufgewertetes Kerbin, was ihr zum Beispiel auch in der kleinen Miniseries Carpollo sehen könnt. Dort sind sowohl Scatterer als auch Eve im Einsatz und ich denke mal, ich werde Scatterer jetzt, wo 64-Bit
ja einfach möglich ist, auch noch in einige andere meiner Let's Plays mit reinnehmen, einfach weil es doch atmosphärisch schon einiges hergibt. Und das nicht nur, weil es die Atmosphäre verändert, sondern eben auch, weil es sich wirklich doch deutlich realistischer angeht, anfühlt und auch wirklich aussieht, wenn man hier in der Gegend rumfliegt. Und ich würde sagen, mit diesem kleinen, wunderschönen Ausblick in Richtung Sonnenaufgang über dem Meer vor dem Kerbin Spaceport entlasse ich euch dann mal in das Ausprobieren von Scatterer in eurer Kerbal Space Program Installation. Das Schöne an Scatterer ist, folgt einfach dem Link unten, es ist auch für 1.1 schon draußen und wie ihr seht, funktioniert es auch ziemlich problemlos. Also ich habe jetzt keine irgendwie großen Crashes oder so damit gehabt, außer natürlich die Crashes, die eh noch in der 1.1 mit drin sind. Aber hey, jeder von uns, der momentan die Pre-Release-Version ausprobiert, weiß, worauf er sich eingelassen hat und hat da willentlich draufgeklickt. Von daher viel Spaß mit dem Ausprobieren von Scatterer und bevor ihr mich jetzt fragt, natürlich gibt es Scatterer auch immer noch für die 1.05. Wie gesagt, folgt einfach den Link, da ist der Forumspost, da ist alles drin verlinkt und dann viel Spaß beim Ausprobieren. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, mein Name ist Robert und tschüss!